Hallo Leute, in diesem Video geht es um die versteckten Details in der neuen Piratenbahn. Dinge, die man gerne mal übersieht. Gerade im Anstehbereich gibt es sehr viele interessante Sachen zu entdecken. Auch viele Anspielungen auf die alte Piratenbahn. Doch leider ist es ja so, dass man in der Regel nie so wirklich viel Zeit hat, um sich das Ganze mal genauer anzuschauen. Aber auch dann während der Fahrt gibt es viele interessante Details zu entdecken, die häufig unbeachtet bleiben, weil man vielleicht gerade in die andere Richtung schaut. Und was es so für interessante kleine Details gibt, die vielleicht nicht direkt ins Auge springen, aber es dennoch wert sind, entdeckt zu werden, das schauen wir uns jetzt an. Ja, vermutlich eine der prominenteren Figuren im Anstehbereich ist der Papagei, der als früher vom Eingang saß. Aber wie viel lesen denn so, was auf den Tafeln steht, die ja auch im Eingangsbereich gefunden werden können? Vermutlich nicht allzu viele, weil in der Regel läuft man ja doch ziemlich schnell hier dran vorbei. Wer das aber dennoch tut, der kann hier noch ein bisschen mehr über den Papageien erfahren. Denn auf dieser Tafel hier wird nochmal an die Zeit erinnert, wo der Papagei noch vorm Eingang saß und einen gewissen Harry gesucht hat. Vermutlich kann man es nicht ganz so gut hier lesen, deswegen ja, lese ich es einfach mal vor. Hier steht, für seine großen Verdienste nach langen Jahren als Marktschreier erfüllt sich mit der Brauerei sein Lebenstraum. Ja, aber das ist nicht die einzige Tafel, die hier eine kleine Anspielung an die alte Piratenbahn liefert. Hier gibt es noch eine zweite, die an die Kanonenschützen erinnert, die damals das indonesische Dorf vor den Piraten verteidigt haben. Ja, und auf der Tafel steht, jahrelang auf den Mauern von Batavia im Einsatz, hat zahllosen Piraten das Fürchten und Schwimmen gelehrt. Erinnert sich noch jemand an den Dämon, der als aufgeleuchtet ist, kurz bevor man die Abfahrt erreicht hat? Ich gehe mal davon aus, die meisten von euch werden das noch tun. Ja, leider hat der Dämon in der neuen Bahn keinen Platz mehr gefunden. Wobei, so ganz richtig ist es gar nicht, denn wenn man beim Eingang mal rechts schaut, dann kann man noch eine kleine Erinnerung an ihn finden. Auch so ein interessantes Detail versteckt sich hinter dieser Tür im Eingangsbereich. Wer hier mal anklopft, der wird von einer bestimmten Person begrüßt. Und zwar ist es niemand Geringeres als Roland Mack. Die wahrscheinlich größte Szene hier im Wartebereich bzw. auf dem Weg zu den Booten ist, wenn man dann im zweiten Stock auf die Figur von Van Robemond trifft. Da man hier in der Regel ja doch eher ziemlich schnell vorbeiläuft, hat man normalerweise nicht so wirklich die Chance, sich das Ganze so genau anzuschauen. Und so kann einem leicht entgehen, dass sich hier gleich drei verschiedene Yopis verstecken. Also dieser Begleiter von Van Robemond, der Otter. Ja, und wenn man dann in den Booten angekommen ist, dann lohnt es sich durchaus mal einen Blick nach hinten zu werfen. Denn das Ende der Boote ist ziemlich interessant gestaltet mit verschiedenen Figuren. Vielleicht eine der lustigsten Szenen kann man in der indonesischen Stadt beobachten. Hier sieht man dieses kleine Schweinchen, das versucht in das Boot hineinzusteigen, es aber doch nicht ganz schafft. Einen Jumpscare hat die Bahn auch zu bieten, denn ganz am Ende der Fahrt, wenn der Van Robemond den Cortez gefangen genommen hat, dann taucht plötzlich aus dem Nix das hier auf. Ja, und auch die eine oder andere Erinnerung an die originale Bahn gibt es in der neuen zu finden. So gibt es wieder diesen, ja, leicht beschwipsten Mann, der über der Brücke sich zurückgelehnt hat und sein Kaltgetränk verschüttet. Auch der Mann mit der Schatztruhe hat wieder einen Auftritt. Das gleiche gilt auch für die Frau, die früher im Eingangsbereich war, die ist jetzt als Obstverkäuferin tätig. Das hatte ich ja schon beim letzten Video erwähnt gehabt. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit so ein paar kleinen Details, die vielleicht dem einen oder anderen von euch noch nicht aufgefallen sind. Also macht's gut!